Hallo zusammen, heute schauen wir uns Betaflight 3.4 RC1 an. Ich zeige euch, wie ihr euch das Teil installiert und was ihr so konfigurieren müsst. Genaue Tuning-Tipps kann ich euch aber noch nicht geben. Bis gleich! Da hatte ich leider Pech. Die Schützengesellschaft hat einen sozialen Anlass und da ist schlussendlich ihr Gebäude ist, muss ich mal verschieben. Ich suche den ersten Platz und da geht's dann weiter. Leider ist auch der zweite Platz, den ich gewählt hatte, besetzt. Die Hornusser Gesellschaft hat anscheinend auch vor, etwas zu feiern. Ich hatte eigentlich einen Platz gesucht mit einem Tisch und so, wo das gut geht, mit dem Computer und alles ausbreiten und so weiter. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, mal schauen, wie gut das kommt, wenn ich das auf einem Bänkchen mache. Bis gleich! Vielleicht zur Erklärung, warum ich überhaupt einen speziellen Ort suche, wo das ich fliegen gehen will. Da ich unter anderem gelesen habe, dass es zu D-Sync führen kann, den Betaflight 3.4 RC1 zu verwenden, möchte ich gerne über gemähten Feldern fliegen. Und wie wir hier sehen, ist es im Moment relativ schwierig, wirklich Felder zu finden, die gut gemäht sind. Da hinten hat es eins und da werde ich jetzt dann auch ein bisschen drüber kreisen. Aber glücklicherweise sind oft bei Feldschützengesellschaften und bei Hornussergesellschaften, die haben gemähte Felder, deswegen ist das sehr praktisch. Die haben meistens auch ein Haus mit einem Tisch, aber heute ist dem nicht so. Mal schauen. So, da ich keinen Tisch habe, müsst ihr halt jetzt so mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, es ist okay. Betaflight kennt ihr ja schon. Wie ihr seht, oben links, ich habe den Configurator 10.3.0 installieren müssen. Im Moment muss man den noch von Hand installieren. Ich habe den Link zu Joshua Bartwells Version, der hat den kompiliert oder kopiert gekriegt und uns zur Verfügung gestellt. Ich habe das unten in die Kommentare gemacht, damit ihr den auch selbst runterladen könnt. Es kann gut sein, dass wenn ihr das in ein, zwei Wochen probiert, vielleicht schon in ein paar Tage, dass dieser Konfigurator bei euch bereits installiert ist, weil es sich selbst updatet, 10.2. Müsst ihr auch gucken, welche Version das ihr habt. Da muss 10.3 stehen für Betaflight 3.4. Danach muss ich, weil es im Moment noch ein Testing ist, also ein Release Candidate, muss ich das Teil runterladen und das habe ich hier gemacht. Betaflight einfach auf die Homepage, also aufs Git und dann unter Releases, also wenn ihr auf Betaflight bei GitHub geht. Sorry, das Internet ist hier beim Wald ein bisschen langsam. Habt da unten Releases und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr dann auf die ganze Liste der verfügbaren Images und dann müsst ihr halt einfach das passende runterladen. Falls ihr nicht wisst, welches das passende ist, wenn ihr das nicht auswendig wisst, verbindet ihr euch einfach auf den Copter, also mit Betaflight, das kann ich euch gleich zeigen. Und dann macht ihr einen Diff oder einen Dump im CLI und dann steht ganz oben, was welche Version oder welches Target genau genommen ihr ausgewählt habt für die Firmware. Ich bereite das jetzt mal vor. Also wir stellen uns vor, ich hätte das da runtergeladen. Ich habe das schon vorbereitet. Movie Magic! Ich bin in der Werkstatt, wie unschwer zu erkennen ist. Denn ich hatte dann verschiedene Probleme gekriegt. Dinge waren nicht mehr genug gecharged. Windows hat meinen Quadcopter nicht mehr gefunden. Wäre schön, wenn das einmal wirklich gefixt wird und man dann nicht mit Tools und Zadig und so weiter dahinter gehen muss. Jetzt ist alles okay, jetzt können wir hier weitermachen. Vielleicht noch kurz das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Speichern der Konfiguration und nachschauen, welchen Release man hat, also welches Target. Sorry. Ich verbinde mich auf den Quadcopter, ich gehe ins CLI und wenn ich jetzt Diff eingebe, kriege ich hier eine Konfiguration. Und ich muss vielleicht mal erklären, was der Unterschied zwischen Diff ist, denn viele Leute benutzen immer noch Dump und von Dump rate ich ganz klar ab. Dump speichert jede Variable, die im Quadcopter vorhanden ist, auch die, die ihr selbst nicht konfiguriert oder eingestellt habt. Wenn ihr nun eine neue Version installiert und einen Dump rübernehmt, kann das sein, dass ihr Voreinstellungen von alten Versionen mitnimmt, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Euch interessiert eigentlich nur, was ihr eingestellt habt und ihr möchtet die Dinge rübernehmen. Deswegen ist Diff schon länger der richtige Weg, dies zu tun. Das ist übrigens auch bei Einav so, nur falls sich das jemand gefragt hat.
Nun, was ich machen musste, hier ist ja schon ein Betaflight 3.4 drauf. Ich musste aber etwas vorbereiten. Das ist hier. Und zwar, das ist der Dump von Betaflight 3.3.3, den ich gemacht habe. Und ich habe die Release Notes gelesen und da hat es geheißen, man soll alles, was man eingestellt hat zum Thema Filter und Pit Tuning deaktivieren und von vorne anfangen, weil die ziemlich viele Änderungen gemacht haben in dem Bereich und man soll da neu starten damit. Ich habe auskommentiert die Anti-Gravity und Dynamic Filter. Dynamic Filter wird standardmäßig dann in Zukunft aktiviert. Alles mit einer Raute vorne dran wird ignoriert. Dann, man könnte es auch einfach löschen. Dann Beeper-Konfiguration, dass er mich nicht anpfeift, wenn ich am USB hänge. Welche seriellen Geräte, also Empfänger, Crossfire und ähnliches. LED-Konfiguration des LED-Strips, den ich dran habe. AUX sind die Modes, also auf welchem Schalter was passiert. Und dann habe ich hier bei der Master-Konfiguration diverse Dinge auskommentiert. Hier sieht man, das sind die Gyro-Notch-Geschichten. Da kommen neue Settings von Betaflight 3.4, deswegen habe ich die auskommentiert. Was ich behalten habe, sind die Einstellungen für dass ich kein Kompass habe, kein Barometer, diverse Stick-Einstellungen, Empfängerdinger wie RSSI-Channel und so weiter. Aber da sollte es nichts drin haben, was den Pit-Prozess und ähnliches betrifft. Deswegen ist auch der hier auskommentiert, der Prozess, Pit-Prozess, Denominator. Dann die ganzen OSD-Dinge, die mag ich auch nicht immer neu konfigurieren. Das sind wieder die Filter, also die profilbezogenen Filtereinstellungen, die habe ich natürlich auch auskommentiert. Und dann noch meine Rates und Expo und ähnliche Dinge. Das habe ich vorbereitet. Ich habe bei Betaflight 3.3.3 das runtergeladen, bin dann die Konfiguration von Hand durch und habe all die Dinge wegkommentiert, die irgendetwas mit Filter und Pit zu tun haben. Und das ist das Resultat. Das ist das, was ich dann importieren werde. Das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, das hier gespeichert. Ich sehe übrigens hier oben das, was ich vorhin erwähnt habe, welches Target ich habe, falls ihr nicht wisst, welches das ist. Das bleibt in den allermeisten Fällen dasselbe über die Version hinweg. Es gibt da kleine Ausnahmen, die habe ich auch schon gefunden, aber normalerweise kein Problem. Jetzt gebe ich hier Bootloader ein. Jetzt sollte der neu gebootet haben. Und wenn ich jetzt hier disconnecte, das funktioniert. Sollte, ne? Funktioniert manchmal. Ich mache jetzt das mit dem Drücken des kleinen Knopfes, indem ich einstecke und jetzt ist er oben im DFU-Modus, so wie das sein soll. Jetzt kann ich auf Firmware-Flasher gehen. Der lädt jetzt im Moment mein Board auswählen. Das ist, wie gesagt, vorhin das Target, das ich euch gezeigt habe. Und jetzt hier könnte ich nur bis 333. Und deswegen kann ich Load Firmware Local, kann ich eine lokale auswählen. Das habe ich jetzt schon hier mehrfach runtergeladen, RC2. Jetzt öffne ich das. Full Chip Erase ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass er nichts rübernimmt, dass er nicht sollte. Wir haben ja einen Dump gemacht. Währenddem der flasht, kann ich vielleicht noch kurz sagen, das mit dem Übernehmen der Konfiguration mit Full Chip Erase und nicht Full Chip Erase. Ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich sauber funktioniert. Es hat eine Zeit gegeben, da wusste man, dass das nicht funktioniert und es hat geheißen, man soll das immer neu komplett reinladen. Dann irgendwann wurde kommuniziert, dass das jetzt funktioniert, dass man die Konfiguration übernehmen kann. Aber meine Erfahrungen waren da auch nicht immer perfekt und ich habe mich einfach darauf eingestellt und mache das immer so, dass ich zuerst einen Dump ziehe, dann den komplett flashe mit Full Chip Erase und dann den Dump wieder einspiele und dann bin ich auch sicher, dass ich wirklich alles zurückgestellt habe und nicht irgendwelche komischen Settings von früher mitgenommen wurden. Der ist jetzt fertig. Jetzt kann ich da drauf connecten. Und wenn ich jetzt hier reingehe, man könnte auch einfach Status eingeben, sehen wir 3.4. Der ist jetzt aktuell. So, und nun, und das ist relativ wichtig,
Jetzt kopiere ich diese alten Settings von 333 hier rein. Wenn ich jetzt, ich habe es Copy-Paste einfach unten rein, wenn ich jetzt Enter drücke, werden die alle angewendet. Und ich glaube, hier passieren oft Fehler oder wenn man das nicht weiß und nicht nachguckt, kann das zu Problemen führen. Wenn ich jetzt nämlich hier reingehe und da die Zeilen ein bisschen anschaue, Enable, das hat alles geklappt, das hat er ausgeschalten, diese Settings hat er übernommen, das sieht alles gut aus. Ne? Das ist das, was ich reinkopiert habe und das ist dann das, was er ausgeführt hat. Wunderbar, funktioniert, sieht alles gut aus. Oh, OSD Warnings, das haben die nämlich umbenannt bei Betaflight. Das passiert teilweise, dass die Variablen umbenennen und ähnliche Dinge tun und deswegen müsst ihr dann gucken, die OSD Warnings, die werden nicht mehr am richtigen Ort sein, wahrscheinlich, denn die, da hat die Variable einen neuen Namen gekriegt. Das müsst ihr dann angucken gehen. Weiter. Da ist wieder etwas. Das VCD Video System. Und zwar war das bei mir 1 und jetzt sind die Values Auto, PAL und NTSC. Die haben zum Beispiel jetzt hier sehr schönes Example haben die das so gemacht, dass nicht mehr eine Zahl steht. Ich bin sehr froh, denn die Zahl sagt genau gar nichts aus. Sondern jetzt stehen die Buchstaben da, Auto, PAL oder NTSC, um rauszufinden, welche Einstellungen im OSD für die Kamera gemacht wurden. Das müsst ihr jetzt korrigieren gehen. So, der Rest konnte erfolgreich übernommen werden. Ich habe da schon ein bisschen gecheatet, ich habe das nämlich schon angepasst. Diese Position ist jetzt plötzlich 25, 37, warum auch immer. Und auch das Videosystem der Kamera habe ich eingestellt. Das ist PAL. 1 ist PAL. So. Jetzt ist der Flight Controller fertig konfiguriert, aber das muss gespeichert werden. Wenn ihr jetzt einfach rausklickt, ist das alles weg. Ganz wichtig. Save eingeben, Enter drücken und jetzt startet der Flight Controller neu. Und jetzt sind wir auf Betaflight 3.4 RC2. Ich habe vorhin, bevor ich vom Waldrand zurück bin, noch kurz ein Akku ein bisschen gequält und bin da ein bisschen rumgedüst. Es muss definitiv noch getuned werden, so viel kann ich schon mal verraten. Aber weil das Wetter nicht unbedingt stabil sein wird heute, habe ich da schon ein bisschen vorgegriffen. Und zwar ist das so jetzt bei der Konfiguration von Betaflight 3.4. Haben die einen schönen Guide, wie man vorgehen soll, wenn man das tunen will und wenn man die Dinge optimieren will. Dinge wie Pit-Tunings und Filter. Und wie schon so oft startet man mit einem sehr konservativen Setup. Also konservativ in dem Sinne, dass es nichts, es würde ja fast mit jedem Copter funktionieren, auch wenn der Vibration hat und keine Ahnung was, so dass es möglichst mit allem funktioniert. Und je besser der Bild ist und je besser die Komponenten zusammenspielen, kann man dann neue Features aktivieren. Und bevor man irgendetwas tut, bei der Standardeinstellung haben sie gesagt, man soll zuerst mal ein bisschen fliegen und schauen, ob die Motoren sehr heiß runterkommen. Heiß heißt übrigens, falls das nicht klar ist, man sollte den wirklich für eine längere Zeit in den Fingern halten können. So, wenn das geht, dann ist es nicht heiß. Das ist sehr subjektiv, ich finde das auch ein bisschen komisch, aber das ist die beste Beschreibung, die ich bis jetzt gefunden habe, denn ich hatte immer gedacht, okay, warm ist schon nicht gut. Nein, so dass man, wenn man es anfassen kann, ist das okay. Einfach länger in der Hand halten, wenn es unangenehm wird, dann ist es zu heiß. Jetzt, weil ich weiß, dass diese Motoren kühl oder kühl genug heruntergekommen sind, kann ich die erste Konfiguration anwenden, die den Copter besser fliegen lassen soll. Und das ist Y, so. Das hat funktioniert. Und zwar hat das damit zu tun, wie der iTerm am Schluss von Bewegung sich relaxt, also wie der runterfährt. Das ist sehr kompliziert. PIT-Prozesse sind sehr kompliziert. Ich verstehe das auch nur fast und will euch nicht gefährliches Halbwissen beibringen. Es führt aber dazu, dass wenn ihr Bounce-Backs habt, danke Bartwell für diese Erklärung, wenn ihr Bounce-Backs habt, also wenn ihr einen Flip macht und der dann noch so macht,
Wenn ihr das hier aktiviert, könnt ihr den iTurn, der das verhindert, höher raufschrauben, ohne dass ihr negative Einflüsse habt beim Fliegen selbst. Zusätzlich kann man noch das RC Smoothing aktivieren. Das ist eine Frage, ob man das will. Ich probiere das jetzt einfach. Ist auf der Betaflight-Seite erklärt, was das genau macht. Das geht darum, wenn die Stick-Inputs, es gab schon mal sowas, dass die Stick-Inputs ein bisschen glättet. Also wenn ihr euch fein bewegt oder etwas nicht, es sollte sich angenehmer anfühlen, mehr locked in. Es war aber immer ein Trade-off zwischen wie viel CPU-Load das generiert, also wie viel Rechenleistung das auf dem Flight Controller benutzt. Und mit dem neuen Feature, das die jetzt da haben, die brauchen dieselben Filter, glaube ich, wie beim Low-Pass, also die sie auch sonst viel besser gemacht haben in den letzten Versionen. Die können solchen Filter jetzt anwenden für eure Inputs und damit soll das alles besser sein. Wir werden es sehen. Das erlaubt mir, dass ich D und P, wenn es sich weniger empfindlich anfühlt, wenn es dann zu träge wird, darf ich D und P bis zu 20% hochdrehen, ohne dass das negative Einflüsse hat. Ich speichere das jetzt mal. Und wenn jetzt alles klappt, sind wir nach dem Movie Magic wieder irgendwo in der Natur am Fliegen. So, das Wetter hat mitgespielt. Es hat zwar mal kurz geregnet, aber jetzt ist es wieder etwas schöner. Ich habe jetzt meinen Tisch. Die Schützengesellschaft hat den Tisch wieder freigegeben. Die sind wohl am WM gucken, das interessiert mich nicht ganz so fest, aber mich interessiert mehr, dass das Feld hier endlich verfügbar ist, um da ein paar Testflüge zu machen. Ich habe ja vorhin Dinge konfiguriert an Betaflight 3.4 RC2 und jetzt werden wir mal schauen, wie gut sich das verhält in der Luft. So, das hat schon ganz gut ausgesehen. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit mehr und weniger Erfolg. Das ist immer schwierig. Ich mag das Tuning sowieso nicht wirklich gern. Und habe dann schlussendlich die vorgefertigten Settings genommen im Dokument, natürlich auch unten verlinkt. Betaflight 3.4 Tuning hat es zwei Beispiele, das eine für einen Racer und das andere für ein Freestyle-Gerät. Hängt halt davon ab, ob zum Beispiel noch eine GoPro drauf ist, wegen mehr Gewicht und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal die Freestyle-Werte genommen. Das hat sich sehr gut schon angefühlt. Dann habe ich die noch ein bisschen erhöht, weil ich ein bisschen Bounce-Backs hatte und das ist es jetzt auch. Das bessere und genauere Tuning, das werde ich jetzt anpassen und besser machen. Das bisschen Rippage, das ich hatte, hat sich nicht schlecht angefühlt. Ich muss das noch ein bisschen besser testen, wenn ich um Sträucher und ähnliches fliege. Und ich auch wirklich sehe, wie es sich verhält und wie gut dass es trackt in der Luft. Aber ich glaube, das kommt gut. Ich hatte weniger Prop-Wash, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe absichtlich ein bisschen unsanfte Manöver gemacht und so weiter. Ich glaube, das wird relativ gut rausgefiltert. Ich finde es bis jetzt sehr gut. Es hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte bis jetzt keine Probleme oder Bugs gefunden im Betaflight 3.4. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Hey! Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.